Also der Geist von Fabian war jetzt tatsächlich auch der einzige, wo ich sagen könnte, jo, da setze ich mich dran, den will ich schlagen, weil bei den anderen, nö, ich muss das mit dem Glitch nicht haben. Ja, mit den Glitches. Und ja, hier ist ein Geist von Kenny MC, Varius Goldmine 1,49, 1,36 mit Reveal, hat mich irgendwie gewundert. Yoshi Machbike, mal gucken, was er hier so fabriziert. Ich bin gespannt. Ich habe ja irgendwie den Verdacht, dass er hier auch Gebrauch vom Glitch macht. Müsste eigentlich. Weil eine 1,49 ist auf normalem Wege verflucht schwer, wenn nicht gar unmöglich. Ja, man sieht schon, Start verkackt. Also verkackt in Anführungszeichen. Genau. Mit Pilz jetzt gegen die Röhre gedonnert. Dann gegen einen Pfahl hier hinten am Zaun gedonnert. Und dann kann er tatsächlich ganz normal die Runde zu Ende fahren und dann zählt es als Runde. Fragt mich nicht, wer auf so einen Scheiß kommt. Ja. Ach so, und jetzt muss er natürlich ganz normal fahren, weil, dadurch, dass er eben von Lakito nach oben geholt wurde, hat er die anderen Pilze nicht mehr und kann die Abkürzung, also beziehungsweise die Abkürzung, den Glitch jetzt eben nicht mehr fahren. Und jetzt muss er den Rest ganz normal machen. Und jetzt sieht man eben, wie er hier ganz normal Varius Goldmine fährt. Ah, das macht Sinn. Okay. Ich glaube, ich habe aber schon einen Run gesehen, wo jemand das dreimal hintereinander schafft. Also wo er tatsächlich von der Röhre dann eben so abspringt, dass er wieder auf der Strecke landet. Und die Zeit ist dann eben auch dementsprechend besser. Irgendjemand hat jetzt versucht, mich anzurufen. Das ist schlecht. Ich hoffe, das hat man jetzt über Outer City nicht gehört, aber sieht nicht so aus. Alles klar. Gut, ja, Kenny fährt das jetzt munterflockig irgendwie zu Ende. Haben wir das jetzt also auch mal gesehen? Und jetzt gucken wir mal, wie Sozi das macht. Ich nehme an, er macht's ähnlich. Geistdaten werden gelesen, ja. Weil seine Zeit jetzt, glaube ich, auch nur 12 Sekunden, 20 Sekunden, irgendwas um den Dreh herum besser war. Ich nehme an, dass er. Na gut, 1,28, okay. Schauen wir mal. Aber ich glaube. Na, wenn er jetzt zweimal den Glitch tatsächlich geschafft hat, dann ist er gut, aber. WK Sozi, ja. Übrigens auch auf YouTube bekannt als Leinart05. Er schafft es tatsächlich, genau. Von der Röhre abgesprungen nach oben. Wieder auf die Strecke und dann gegen den Zaun. Fragt mich nicht, warum das so ist. Also, dass man das so machen muss. Ich habe keinen Schimmer. Dass man zuerst auf die Röhre und dann da hinten gegen den Zaun und dann zählt es auf einmal als Runde. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wer auf so einen Schwachsinn kommt. Ganz ehrlich. Aber irgendwelche Leute machen das plötzlich und andere Leute machen das plötzlich nach und dann geht es nur noch darum, wer hat die schnellste Glitchzeit auf Varius Goldmine. Das ist unfassbar. Jetzt habe ich mich natürlich gewundert, warum er die Abkürzung jetzt trotzdem nur einmal genommen hat, obwohl er doch jetzt noch zwei Pilze haben müsste. Vielleicht macht das aber auch jetzt so spontan. Nee, vielleicht ganz normal. Hä? Okay, das muss man mir erklären, woran das jetzt liegt. Oder braucht er für die Röhre schon mehrere Pilze? Das verstehe ich nicht ganz. Klärt mich auf, wirklich. Also, ich bin absoluter Glitch-Noob. Ich weiß es nicht. Ich habe mich an den Dingen nie probiert. Also, bis auf den Vulkankrollen-Glitch, aber was Varius Goldmine angeht, nö, keine Ahnung. Und so wie ich das hier, andere Pilze oder sowas setze ja nicht ein. Also braucht er drei Pilze für für den Glitch? Ich weiß es nicht. Komisch. Na gut. Sozi, netter Run. War's schnell. War's gut. War's spitze. Danke für den Geist. Wie gesagt, Leinart0503. Besucht seinen YouTube-Kanal und guckt seine Mario Kart Wii-Videos. Er macht gute Mario Kart Wii-Videos, in der Tat. Und die sollte man als Fan bzw. Freak in jedem Falle mal gesehen haben. So, Vulkangrollen kennen wir noch. Und jetzt haben wir hier noch ein besonderes Schmankerl. Staubtrockene Ruinen 1,52,720. Das ist verdammt schnell von Darkfighter. Und das gucken wir jetzt zum Schluss auch nochmal an. Und schauen wir mal, was jetzt hierbei herauskommt. Ich glaube, er hatte mir gesagt, dass er hier die Abkürzung dreimal ohne Pilz schafft. Also zum einen ja natürlich die Abkürzung hier. Einmal quasi durch die Kakteen durch. Drüber gehüpft. Braucht man ein verdammt gutes Timing. Also ich habe mich da jetzt auch nur ein paar seltene Male dran versucht.
Und es ist immer schief gegangen, so ungefähr. Naja, dann hier oben genau die an der Halfpipe praktisch so nah entlang fahren, dass man dann nicht zurückgeworfen wird, sondern dass man praktisch an der Mauer kleben bleibt. Und dann, aha, fährt er jetzt so lang? Okay. Und... aha, okay, was macht er? Oh! Das habe ich auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat jetzt alle drei Pilze dafür genommen, dafür, dass er da oben jetzt abgekürzt hat. Nicht schlecht. Sah gut aus. In der Tat. Okay, und jetzt fährt er natürlich ganz normal weiter, ja. Zack. Wunderbar. Wie gesagt, nahe an der Mauer kleben bleiben, um die Kurve möglichst eng zu nehmen und gar keine Zeit zu verlieren. Erfordert auch ziemlich viel Übung, bis man da das Timing raus hat. Joa. Und jetzt wird er wahrscheinlich nochmal kurz durch die Kakteen springen, genau. Ganz kurz vorher eben den Mini-Turbo zünden und dann ist er auch schon drüber. Dann einmal hier über die Säule. Dann nimmt er hier noch die kleinen Sprünge mit, um nochmal ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen. Dann wieder hier ganz nah an der Wand. Es ist schön. Ja, in der Tat. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie gut das tatsächlich im Kontinental- bzw. Global-Vergleich ist. Da habe ich mich im Vorfeld jetzt natürlich nicht informiert, tut mir leid. Aber ich nehme an, dass diese Zeit extrem gut ist. Und ich gönne es ihm, in der Tat. Und ich wollte es jetzt eigentlich mal schneller wegklicken, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Ja, super Zeit, Darkfighter. Also wirklich, hast du verdammt gut gemacht. Kann man sich immer mal wieder gerne anschauen. So, das waren die Geister, die ich zugeschickt bekommen habe. Ihr könnt mir natürlich gerne weiterhin Geister schicken. Und so nach und nach werde ich diese Geister dann wahrscheinlich hier zeigen. Und wenn was Spannendes dabei ist, für mich Spannendes, dann vielleicht auch wieder gegenfahren. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Wir haben wieder viel Mario Kart Wii heute gesehen. Ich habe viel Unsinn gelabert. Ich hoffe, es war so einigermaßen erträglich, ja. Und ich hoffe vor allem, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann spielen wir entweder wieder offline oder machen einen Raum oder ich spiele wieder normal online. Ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Ihr erfahrt Näheres dann wieder auf meinem Kanal. Herringway sagt an dieser Stelle dann auch trotzdem erstmal Tschö mit Ö und bis zum nächsten Video.